Denn wenn einem erst einmal der Film gerissen ist, hört es nicht mehr auf. Also existieren vorher und nachher nicht mehr. Man hat die Kunst erlernt, der linearen Zeit zu entkommen. Es dauert ein wenig, sich an die Sprünge und Brüche zu gewöhnen. Besonders schwierig ist das Autofahren. Zu raten, in welchem Gang man fährt, ob man gerade überholt, aber das hält einen wach und auf der Hut. Dieses Paradies ist die Hölle. Roman der schottischen Autorin A.L. Kennedy treibt die Leser und Leserinnen über eine Achterbahn der Gefühle. Ihre Heldin, eine Trinkerin auf der Suche nach dem Leben, ruft widersprüchliche Gefühle zwischen Hoffnung und Resignation hervor. In nüchternem Zustand analysiert die bald 40-jährige Hannah einsichtig ihr verpfuschtes Leben, doch wird diese Einsicht permanent übertönt vom gehässigen oder schadenfrohen Scheiß auf euch ihrer inneren Trinkerstimme. Sie schafft es auf Dauer nicht mehr, aus lauter Filmrissen ihr Leben zu einer Einheit zusammenzufügen, denn der Alltag verlangt geradliniges Handeln, schön der Uhrzeit nach. So verliert Hannah alles, ihren Job, den Respekt der Umwelt, die Hoffnung ihrer Eltern. Einzig ein Rest an Selbstachtung und bitterem Humor stemmt sich gegen das Abgleiten in den Suff. A.L. Kennedy erzählt detailscharf aus der Optik ihrer Ich-Erzählerin, deren Wahrnehmung, die permanent zwischen glasklarer Nüchternheit und wattigem Rauszustand schwankt, drückt dem Roman den Stempel auf. Die Autorin versteht sich meisterhaft auf dieses Spiel mit den widersprüchlichen Zuständen und Emotionen. Vor allem aber entzieht sie sich allen voreiligen Begründungen und trivialen Schuldzuschreibungen. Die Heldin selbst wehrt sich so gut es geht. Dieses fragile, eindringliche Porträt einer Trinkerin ist ein erzählerisches Wagnis, das stellenweise selbst ins Torkeln gerät, wenn es auf metaphorische Manierismen zutreibt oder in weinerliche Gefühlsseligkeit absinkt. Doch gerade in solchen Situationen retten es die Kraft und Intensität von A.L. Kennedys Sprache vor dem Absturz. Geschickt hält das Buch ein labiles Gleichgewicht, das notabene auch in der deutschen Übersetzung von Ingo Herzke eine stilistische Souveränität beweist, die all dem Taumeln und Stürzen Halt verleiht. Paradies erzählt einen Teufelskreis zwischen Nüchternheit und Lethargie.